Okay, wir hauen die Pilze mit dem Knüppel klein. Achso, die wollten wir gar nicht. Ich beziehe diese Folge jetzt, weil ich keine neue anfangen möchte, weil es mir nämlich schon so ein vorratstechnisch geht es mir dann zu weit in Zukunft oder ist es mir das eigentlich. Ach. Oder ist es mir egal? Es ist mir egal. Ich habe die Folge schon gewechselt, dann an dieser Stelle. So, zu dem Thema. Na gut, habe ich schon ein bisschen Vorrat von einer Woche. Das macht es natürlich entspannter. Ich habe bestimmt uns dabei, für einen Knüppel zu machen. Ja, sicher. So, dann haben wir jetzt den Dreierknüppel. Der ist sowieso viel besser. Ja, ja. Wo soll ich alles hinführen, Gil? Was jetzt das Problem ist an dem Ganzen, das kommt ja noch dazu. Da sind wir jetzt schon direkt davon, vorne von einem Thema ins nächste, da kann ich jetzt frei drüber philosophieren, da habe ich gar keine Notizen drüber gemacht. Es ist ja im Moment immer noch so das Hin und Her. Thema AfD ist ja, also wenn die AfD eins richtig macht, dann mit allen Mitteln und Wegen permanent präsent und im Gespräch bleiben. Das machen die richtig gut. Zurück zum Händler. Spät ist es eigentlich. Ach, das ist ja früh morgens. Ach, ist ja. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich hier sein will. Das ist hier nicht das, wo ich wirklich sein will. Das tut so weh, wenn du dir das Bein brichst. Mach das doch bitte nicht. Weil das scheiße ist. Scheiße, weil ich voll vorbei bin an der Kacke da. Also, ja, Zeit. Ja. Auch jetzt die ganze Debatte mit, da mit den Schwimmbädern und so, wo es dann wieder heißt, ja, sind auch wieder so viele mit, Migrationshintergrund und so. Also, oh, ein Hühnchen. Wo du sofort merkst, ja, natürlich. Logisch. AfD gefällt das. Ist doch klar, aber. Warum gefällt das denen? Das ist ja ganz logisch. Weil sie damit wieder. Wieder deutlich klar machen kann, ja, die Flüchtlingspolitik der lieben Frau Merkel, das haben wir jetzt davon, dass wir jetzt diese ganzen blöden, asozialen Ausländer hier haben, die jetzt uns den Spaß verderben, jetzt können wir nicht mal mehr richtig gemütlich ins Freibad gehen, weil selbst da wird man jetzt genervt. Achso, das habe ich beim letzten Mal noch gar nicht erwähnt, weil ich da sagte so, zum Vergleich, die Amis für jeden Mord einmal lebenslänglich, bis zu 10-mal lebenslänglich oder noch mehr oder so. Ja. Wie wär's denn, wenn die Leute, die da rumpöbeln in dem Freibad, so sehr, dass das Freibad geschlossen werden muss, dass die jedem Einzelnen, der in diesem Freibad war und wegen diesen Vollidioten dann gehen musste, die Eintrittskarte zurückzahlen müssen. So. Festgelegtes Bußgeld für jeden Einzelnen, der da in diesem Freibad war. Am besten sogar noch ein bisschen höher, als die Karte selber gekostet hat, sodass halt derjenige, der da im Freibad war, das Geld für seine Eintrittskarte zurückbekommt, plus einen kleinen Obolus, der in die Staatskasse geht, weil die natürlich dann auch mit dem ganzen Polizeiaufgebot so auch tierisch Kosten haben. So, das kostet ja alles Geld, die Scheiße, die da machen. Lass die doch einfach mal bezahlen. Und wenn sie es nicht zahlen können, müssen sie es absitzen. Fertig. Und wenn sie, ja, ich habe keinen Lerneffekt, wir müssen dir ja sagen, warum das falsch ist. Nein, müssen wir nicht.
Wenn sie es beim nächsten Mal wieder machen, dann machen wir den gleichen Spaß nochmal, bis sie kein Geld mehr haben und auch keine Chance mehr, irgendwie noch an irgendeinen zu kommen. Die versauen, bis sie irgendwann mal raffen, dass sie sich ihr gesamtes Leben versauen damit. Dann hören die vielleicht auch irgendwann mal auf. Und das hilft doch präventiv, weil irgendwann kommen die auch mal auf den Trichter. Huf, das kostet Geld. Ich meine, warum machen die denn immer fröhlich weiter? Weil ihnen nichts passiert. Weil die Überpädagogen sagen, ja, du kannst die nicht immer einfach bestrafen, die hatten ein schweres Leben, du musst mit denen das Gespräch suchen. Die scheißen auf dein Gespräch, hör doch auf. Glaub's doch selber nicht. Immer diese Leute, die wirklich, um es jetzt mal übertrieben auszudrücken, warum auch immer noch an den Weltfrieden glauben, ist... Und auch wenn da jetzt viele sagen, ja, der resigniert schon, der hat schon die Menschheit auf. Ja, vielleicht habe ich die Menschheit aufgegeben. Vielleicht habe ich aber auch einfach akzeptiert, dass die Menschheit dumm ist und dass mir denen nicht helfen kann. Vielleicht ist mir ja schon klar geworden, dass es nicht funktioniert, dass wir uns mal alle gern haben. Sondern ihr könnt mich mal alle gern haben. Auf jeden Fall, darum ging es eigentlich um die AfD, die kann mich auch mal gern haben. So. Aber es gibt Leute, die so in der Art denken, wie ich das jetzt gerade ausgedrückt habe, aber vielleicht noch ein bisschen extremer und ein bisschen kompromissloser und die von der AfD gnadenlos abgeholt werden in dem Bereich. So, und es funktioniert natürlich. Und mit diesem permanenten, und auch dass da halt eben wieder nichts passiert. Es ist völlig egal, ob es jetzt... Ich sag jetzt mal ganz stur Ausländer, weil mir dieses Menschen mit Migrationshintergrund einfach zu lange dauert. Scheiß Ausländer. ob das die sind oder ob es Deutsche selber sind, die rumpöbeln, das ist egal, die gehören gleichermaßen bestraft. Das ist überhaupt nicht die Frage. Nur... Ist halt der Punkt, wenn du in Deutschen warum auch immer nicht bestrafst. So... Dann ist so ein bisschen, ja, jetzt verdient der verweichlichte Justiz und sie können halt immer machen, so hört es halt nie auf, die können halt alle machen, was sie wollen, weil der deutsche Staat einfach nicht durchgreifen kann. So. Wird aber der Ausländer nicht bestraft, geht es sofort los, ne, die kommen hier in ihr Land, benehmen sich nicht, pöbeln rum, es kümmert sich auch keiner, die kommen hierher und dürfen machen, was sie wollen, ist ja eh alles egal, denen. Hauptsache, ich kann niemand sagen, der Deutsche ist ein Nazi. Nee, die Ausländer dürfen alles. Dass man bloß nicht schlecht über uns redet. Das muss endlich aufhören. Wir haben keine Lust mehr. Danke, Merkel. Zack. So. Das war so grob, ganz, ganz einfach überschlagen. Kommt man hier auch rein? Das ist ja, das fällt mir jetzt erst auf, das sehe ich erst jetzt. Der Händler hat mehr als einen Zugang. Das ist natürlich sehr edel. Das gefällt uns gut. Das gefällt uns ja sehr gut. Mach ich mal da oben? Nö. Bin ich hier oben? Und hat der Kerl seinen Kram geklaut? Wie nett ich bin. Ja. So. Das heißt, für diesen ganzen Scheiß und den Kack, den die da veranstalten und der Justiz sie einfach nicht schafft, mal durchzugreifen, zu sagen, sorry, wenn ihr euch nicht benehmt, dann fliegt der raus. Everything's for sale. Even to an idiot like you. I fuck you and your whole fucking family, you fucking fucker. So will ich das mal gesagt haben. Ich nehme die Rap-Kits, auch wenn Cheesepulver auch interessant wirkt, aber nehmen wir die Rap-Kits. Doch, das können wir verkaufen. You're getting on my nerves, friend. Deine Mutter geht dir an deine Nerves. Und ich kenne deine Mutter. Schau die mal bei mir im Bett liegen. So, das habe ich ihm gegeben. Richtig brutal weggedisst den alten Schmuck. So, ja.
Und die AfD ist momentan sowieso auf einem gewissen Erfolgskurs. Das liegt aber auch massivst an der Regierung, aber nicht als alleine an der aktuellen. Sicherlich auch, aber auch schon im Vorfeld schon an der CDU. Man muss nämlich halt leider auch immer mal dazu sagen, auch wenn jetzt so viele schimpfen und die Ampel und die macht nur Scheiße und das ist alles das, was die Ampel gerade tut, auch das, was die Grünen gerade tun, wo sie so fürchterlich drüber aufgeregt haben, alle, also wo sich so fürchterlich viele drüber aufregen, so, ist am Ende nur das Resultat von 16 Jahren CDU Merkel-Stillstand. Dass wir weiter, dass weiter Cola geschürft wird, liegt an Verträgen, die die CDU schon gemacht hat, an denen nichts mehr zu rütteln war. Dass wir immer noch digitalen Rückstand haben, liegt an der CDU, die über Jahre zur Kohl-Regentschaft schon keinen Bock hatte. Dass ein Habeck jetzt kommt mit sehr komplizierten Gesetzen, mit seinen Heizungen und sonst irgendwas, liegt daran, dass eine CDU 16 Jahre lang nichts getan hat für das Klima. Alle die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, sind Entscheidungen, die zum Teil ein bisschen überstürzt wirken, aber auch nur deswegen überstürzt werden, weil eine CDU 16 Jahre lang nichts getan hat. So, das muss man mal in aller Deutlichkeit so sagen. Die Ampelregierung kann die Scheiße von 16 Jahren CDU nicht mit einem Fingerschnippen in Ordnung bringen. Das ist halt leider so. Aber das raffen die Leute nicht. Die sehen nur, es läuft nicht so, wie ich es gern hätte. Ist alles kacke. Ich find's doof. Ich will jetzt AfD. Und es wählen momentan wahnsinnig viele die AfD. Wirklich aus Protest. Alles kein Spaß. Da gibt es Statistiken, da gab es Umfragen, wo, wenn es schon Umfragen gibt, wo die Leute von sich aus selber zugeben, dass sie die AfD aus Protest gegen die Regierung wählen. Es gibt ja genug Leute, die das vielleicht nicht offen zugeben. Die so im stillen Protest sagen, aber dann in öffentlichen Interviews vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl haben, das klingt jetzt auch ein bisschen albern, kindisch, wenn ich denen jetzt sage, ich mache das aus Protest, weil ihr alle kacke seid. Also, nee. Ich sag mal lieber nichts, aber eigentlich finde ich euch alle kacke. So. Es ist ein offener Protest. Ein offener, hoppla, ehrlicher Protest. Sonst kommt alles der AfD zugute. Alles, was da passiert, was da schief geht, das kommt alles der AfD zugute. Weil jeder Einzelne, der wegen irgendeinem Scheiß, völlig egal, ob das nachvollziehbar, ob das fair, ob das sinnvoll ist oder nicht, keine Ahnung, das ist völlig egal. Interessiert nicht. Es ist so. Es, die Leute wählen die AfD, weil sie keinen Bock mehr haben. Und man muss halt auch dazu sagen, es gibt ja auch keine Alternativen. Es gibt ja auch sonst nicht wirklich irgendeine Protestpartei, die man dann wählen kann, wo man sagen kann, okay, ich wähle jetzt aus Protest die Linken. Wir sind ja mittlerweile auch, also die sind ja völlig unwählbar geworden. Es ist mit den Linken mittlerweile so schlimm, dass Leute, die sonst aus Protest die Linken gewählt hätten, stattdessen aus Protest die AfD wählen, was eigentlich die komplett andere Seite ist. So dermaßen haben sich die Linke selbst ins Abseits geschossen. Oh, der ist gleich fertig. So, und es ist ja sonst gibt es ja niemanden mehr. Wen sollen wir denn sonst wählen? Die Partei?
seit Martin Sonneborn ein bisschen in Ungnade gefallen ist mit dem, was er so gesagt hat, ist die Partei halt auch nicht mehr so ganz das, was sie mal war. Der Nico Semsrott ist mittlerweile auch an dem Punkt, dass er sich nicht wieder vor Europa wählen lässt, weil ihm das auch alles doof geworden ist. Weil er auch, glaube ich, festgestellt hat, dass trotz aller Bemühungen es für ihn völlig unmöglich ist, in der EU irgendwas zu erreichen. Ja, ich glaube, den holen wir beim nächsten Mal. Machen wir jetzt nicht mehr. Oh, Entschuldigung, ich habe ja ein kaputtes Bein, hab ich vergessen. Ja, es ist schwierig. Und dann ist die AfD auf Erfolgskurs und dann hat die jetzt ihren allerersten Landrat irgendwo gesetzt. Dann kommt ein Friedrich Merz, der dann auch Aussagen macht, die in den Medien komplett zerrissen werden. Was ich jetzt persönlich gut finde, weil das wieder ein schlechtes Licht auf die CDU wirft. Und ich will keine CDU mehr. Es muss endlich mal aufhören mit dieser CDU überall. Das ist nicht so hilfreich einfach, was die machen oder nicht machen. Und trotzdem muss ich aber sagen, ist das im Kern, was ein Friedrich Merz sagt, richtig. Denn so wie ich das verstanden habe, ging es nicht darum, dass er sagt, wir müssen als CDU dann auf Kommunalebene mit der AfD zusammenarbeiten. Das wird ja dann gleich immer so interpretiert, naja, klar, wenn die CDU selber keinen Erfolg mehr hat, dann wird die sogar irgendwann zur AfD pitchen und arbeitet halt mit denen zusammen. Lieber schlecht regieren als gar nicht regieren. Eigentlich war das nicht mal andersrum. Aber das ist nicht das, was Friedrich Merz gesagt hat. Und ich finde, es ist insofern absolut richtig, dass es nicht geht, dass, also man muss, ja, wenn der AfD gewählt wird, wenn der AfD mit einer Mehrheit gewählt wird, dann muss man natürlich mit dieser AfD arbeiten. Dann kann man sich nicht als Opposition oder wie auch immer hinsetzen und sagen, nö, ich hasse euch und ihr gehört boykottiert und ihr seid rechtsradikal, ich mag euch nicht, macht den Scheiß auch alleine. So, damit hilft man dem Volk nicht. Und es hilft halt auch nichts, auf Teufel komm raus, immer auf irgendeine Weise hinterfotzig dann irgendwelche Siege der AfD zu boykottieren. Keine Ahnung. AfD wird mit 52% gewählt. Und alle anderen Parteien setzen sich mit zu den 48% zusammen und sagen, so. Und wir hassen euch und wir sind gegen euch und wir stellen die Wahl in Frage und wir machen jetzt so lange Aufstand, bis diese Wahl revidiert wird, weil ihr seid rechtsradikal. So. Das ist halt, wenn eine AfD irgendwo eine Wahl gewinnt, dann war das der Wille des Volkes und dann habt ihr das zu akzeptieren und dann muss man eben, wie Friedrich Merz korrekterweise sagt, damit arbeiten. Und dann muss man vor allem sich mal schwere Gedanken darüber machen, warum das so passiert ist und nicht, wie kann ich jetzt verhindern, dass sie hier wirklich regieren, wie kann ich auf undemokratischste Weise das jetzt boykottieren, sondern was verdammt nochmal haben wir in den letzten Jahren so massiv falsch gemacht, dass es so weit gekommen ist. Nicht die Menschen sind doof und bescheuert, weil sie AfD wählen, sondern die Parteien, die Regierungen sind schuld, die so am Volk vorbei regiert haben, dass sie das Volk dazu gebracht haben, aus Protest eine offensichtlich möglicherweise rechtsradikale Partei zu wählen, der also dazu getrieben, zum Äußersten getrieben worden, um der Regierung zu zeigen, das kann so nicht weitergehen. So, darüber müsst ihr nachdenken. Nicht die AfD ist an allem schuld, sondern überlegt mal, was habt ihr falsch gemacht, dass die Leute von euch weggegangen sind und lieber die AfD wählen, weil ihr so scheiße seid. So, aber damit mache ich jetzt Feierabend. Übermorgen geht's weiter. Erst, wie gesagt, erst nochmal zweitägig und dann geht's auch bald in den Tagesrhythmus. Bis dahin auf jeden Fall schon mal schönen Tag, Spaß. Ich freue mich, dass ich wieder da bin und ich habe gemerkt schon, die Folgen komplett überzogen. Ach, ich habe so vermisst, wieder schwätzen zu können.
Ich wollte nur eine kurze Aufnahme machen. Wo bin ich jetzt bei 1,3 Stunden? Ich bin einfach directly wieder drin. Das ist ein Träumchen. Okay. Noch weiter einen schönen Sommer. Er ist noch nicht gänzlich vorbei. Jetzt kommen noch mal ein paar warme Tage, hoffe ich. Und dann sehen wir uns. Wie gesagt, übermorgen. So, tschüss. Ach, hab ich Spaß. Schön, wieder hier zu sein. Ich hab's schon mal gesagt. Egal, ich freue mich. Prost, tschüss.